und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich sitze hier heute in unserem Schlafzimmer tatsächlich mal, nicht im Wohnzimmer, einfach aus dem Grund, dass wir, oder weil wir den Snacker im Haus haben. Unser Kinderzimmer ist immer noch nicht ganz fertig, wir kriegen jetzt ja Hilfe und deswegen, genau, ist halt immer jemand hier, der hier ein bisschen arbeitet und es ist ein bisschen lauter, deswegen verkrümel ich mich hier ins Schlafzimmer. Es ist ein bisschen kühler hier, deswegen habe ich meine Wärmflasche auf dem Schoß. Falls es mal gluckern sollte, dann wisst ihr warum. Es ist wunderschönes Wetter. Ich habe ja eben gerade ein bisschen mehr Sonne gehabt. Jetzt wird es wieder ein bisschen dunkler. Es kann sein, dass das Licht hier so ein bisschen schwankt. Aber ich denke mal, dass euch das hoffentlich nicht stören wird. So, worum soll es heute gehen? Genau, heute gibt es keinen Vlog oder sowas, sondern ein kleines Labervideo. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen zu einem bestimmten Thema, zu dem ich auch immer wieder Fragen bekomme. Tatsächlich ist ein großes Thema. Und zwar, wenn ihr mit Kindern nach Norwegen gehen wollt, wie denn eigentlich so das norwegische Schulsystem hier funktioniert. Darüber soll es hier in diesem Video gehen und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Das Schulsystem also. In Norwegen, ich fange mal so ganz von vorne an, in Norwegen gibt es 10 Jahre obligatorische Schulzeit. Es wäre falsch, jetzt hier von Schulpflicht zu sprechen, also eine Skoleplikt ist eigentlich nicht wirklich richtig. Es gibt hier keine richtige Schulpflicht, sondern nur eine Opladingsplikt, eine Unterrichtspflicht oder eine Pflicht, seine Kinder eben zu unterrichten. Das heißt, dass es eben auch im Homeschooling möglich ist, allerdings mit Involvierung der Kommune oder der Schule oder wie auch immer. Also die sind dann mit dabei und ja, kontrollieren dann regelmäßig die Fortschritte. In diesen 10 Jahren Schulzeit, ich hätte fast schon wieder Schulpflicht gesagt, Schulzeit sind enthalten 7 Jahre Barneskole und 3 Jahre Ungdomsskole. Das heißt, die ersten 7 Jahre gehen die Kinder hier auf eine Barneskole, was der deutschen Grundschule entsprechen würde. Und nach diesen 7 Jahren eben nochmal 3 Jahre Jugendschule. Und dann haben sie die 10 Jahre voll und können dann im Prinzip machen, was sie wollen. Oder sie gehen, und das machen eigentlich auch fast alle oder die meisten, weiter 3 Jahre auf die videregående Schule, also eine weiterführende Schule, auf der sie dann sich entscheiden können, ob sie den theoretischen Zweig wählen oder den praktischen. Der theoretische Zweig wäre dann Richtung Abitur, also studienvorbereitend, und die praktische Richtung wäre dann eben 3 Jahre eine Ausbildung zu machen. Die Schulen hier in Norwegen sind alle kostenfrei, also jedes Kind darf hier zur Schule gehen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Die Kinder werden in der Regel mit 6 Jahren hier eingeschult, und zwar in dem Jahr, in dem sie 6 werden. Also einige Kinder werden schon, wenn sie im Januar Geburtstag haben, sind dann halt im August, wo das Schuljahr eben immer anfängt, dann eben schon 6,5. Und einige Kinder werden aber auch erst im Dezember 6, das heißt, sie werden dann mit 5 eingeschult. Also da ist es ein bisschen unterschiedlich. Es geht hier tatsächlich immer so nach dem Jahrgang. Schulnoten bekommen die Kinder hier in den ersten 7 Jahren nicht, also in der Barneskole, sondern erst in der Ungdomsskole. Die Noten sind hier ein bisschen anders als in Deutschland, und zwar eigentlich genau umgedreht. Also in Deutschland ist ja eine 1 sehr gut und eine 6 ungenügend, glaube ich. Oder Mangel? Nee, ungenügend müsste das sein. Ist auch schon so lange her, dass ich zur Schule gegangen bin. Und hier in Norwegen ist es andersrum. Also da ist 6 einfach eine sehr gut und eine 1 dann ungenügend oder eine 0. Ich weiß gar nicht. Nee, 1 muss es sein. Also einmal genau in die andere Richtung. Zu der norwegischen Schule gibt es hier auch noch ein Betreuungsangebot für berufstätige Eltern. Natürlich, wenn die Kinder zur Schule kommen, sind sie erst 6 Jahre alt, und wenn um 1 Uhr oder um 1:30 schon Schulschluss ist, dann sind die meisten natürlich noch bei der Arbeit, und demnach können, also 6-jährige Kinder lässt man ja oftmals nicht alleine zu Hause normalerweise. Deswegen gibt es hier in Norwegen noch einen, eine Art Hort. Es nennt sich hier SFU, Skole Fritidsordning. Und dieses Angebot können alle Kinder bis zur 4. Klasse in Anspruch nehmen. Kinder, die eingeschränkt sind, körperlich oder geistig, die haben auch das Recht, noch ein bisschen länger betreut zu werden. Ich glaube, bis zum 7. Jahr. Und das SFU, also Skole Fritidsordningen, ist nicht gratis. Das muss man bezahlen, monatlich an die Kommune. Und es ist tatsächlich auch nicht so wenig Geld. Also für einen vollen Platz, man kann Gott sei Dank wählen, was für einen Platz man haben möchte, ob man nur einen Vormittagsplatz haben möchte oder einen Nachmittagsplatz oder einen halben Platz oder einen vollen Platz. Und ein voller Platz kostet mittlerweile auch schon über, ich würde nichts Falsches sagen, aber ich glaube über 3000 Kronen.
plus Essensgeld, das kommt immer oben drauf, ist mehr oder weniger gratis. Also man kann sagen, dass man das nicht möchte. Dann fällt das Essensgeld weg. Sind irgendwie so, ich glaube, 100 bis 200 Kronen nochmal extra, also 10 bis 20 Euro im Monat. Und dann werden die Kinder eben auch im SFU mit Essen versorgt. In der Schule bekommen sie ja von zu Hause immer eine Matpacke mit, also eine Essensbox, eine Lunchbox und so sagt man, eine Frühstücksbox. Und im SFU bekommen sie eigentlich Essen. Das läuft automatisch, es sei denn, man sagt ganz klar, dass man das nicht möchte, dann kann man das auch abbestellen. Das waren jetzt mal ein paar allgemeine Infos zu dem Schulsystem hier in Norwegen. Und jetzt möchte ich euch natürlich ganz gerne noch mal so ein bisschen von meiner Erfahrung erzählen. Also Frieda ist ja 6 Jahre alt geworden letztes Jahr. Sie wird jetzt schon 7. Das heißt, dass sie letztes Jahr ja im August eingeschult wurde. Und dadurch ja, sammeln wir jetzt auch immer mehr Erfahrungen. Wir hatten auch schon unseren ersten Elternabend oder Elterngespräch. Es war ja auch irgendwie ganz aufregend, wenn so das erste Kind zur Schule kommt. Und ja, also was soll ich sagen? Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Schule überhaupt und auch mit dem System an sich. Die Kinder sind hier viel draußen. Also in der ersten Zeit, so im Sommer eben noch, August, September, gab es immer einmal in der Woche draußen Schule, wo sie wirklich auch draußen sind und da Aufgaben machen. Nicht mit ihren Schulbüchern, sondern kriegen dann eben extra Aufgaben, die sie da lösen müssen, auch in der Gruppe und so. Dann sind die Schulzeiten, finde ich, voll in Ordnung. Ich weiß, ich habe allerdings nicht so den Vergleich zu Deutschland. Da könnt ihr mir gerne ein bisschen was in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ob das ähnlich ist oder ob das da stark abweicht. Die Schulzeiten sind ja zumindest in der ersten Klasse von 8:30 bis 20:40. Also knapp 13:30. Und Frühstück gegessen wird immer so gegen 11. Die Kinder kriegen ja ihre eigene, also wir geben von zu Hause die Lunchbox mit in die Schule und dann essen sie zusammen in der Friminüt. Das scheint hier die Pause zu sein. Frieda redet immer von der Friminüt. Und Sportunterricht haben sie natürlich. Sie haben die Fächer Norwegisch, Mathe, Lesen und dann noch. Das steht immer nur die Abkürzung drauf. Ich komme jetzt eben gerade nicht drauf, was das heißt. Aber so ein bisschen über kulturelle Sachen sprechen sie. Über Buddhismus haben sie letztens gesprochen. Über ja, verschiedene Themen. Und Naturfach gibt es noch, wo sie eben über die Natur sprechen. Und genau, das sind so ungefähr grob die Fächer, die sie hier haben. Schulferien gibt es natürlich hier auch in Norwegen. Da gibt es immer also Weihnachtsferien, ich fange mal bei Weihnachten an, weil es irgendwie gerade war. Weihnachtsferien gibt es natürlich so eine Woche ungefähr, also eben einfach über die Feiertage zwischen den Tagen ist eben geschlossen. Und Anfang Januar geht es dann eben wieder los. Dann gibt es die Winterferien immer in der Woche 8. Die Norweger, die reden ja nicht so viel von Daten, sondern immer von Wochen. Die nummerieren die das Jahr ja durch und teilen es in Wochen ein. Also in Woche 8 sind immer die Winterferien. Dann gibt es natürlich auch Osterferien, also die ganze Osterwoche ist dann frei. Und Feiertage ist ja eh klar, muss ich ja nicht viel zu sagen. Die Sommerferien hier in Norwegen sind normalerweise 8 Wochen lang, also der letzte Schultag. Es variiert immer so ein bisschen von Schule zu Schule oder Kommune zu Kommune, aber so um den 20. Juni rum und der Schulstart ist dann wieder so um den 20. August. Also 2 Monate ist hier die Schule komplett zu. Das heißt aber nicht, dass die Kinder dann 2 Monate nur zu Hause rumsitzen, wenn sie nämlich zur SFU gehen, was dann natürlich freiwillig ist. Nicht jedes Kind muss zum SFU, das kann man ja selber entscheiden. Aber die SFU hat 4 Wochen geschlossen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen abhängig von der Kommune, aber unser Hort hier hat 4 Wochen geschlossen. Das heißt, dass man sich da beruflich irgendwie so das mit einplanen muss, dass die Kinder halt einfach 4 Wochen dann auch zu Hause sind, gerade in der ersten Zeit. Wenn sie nachher größer sind, ist es ja nicht so schlimm, wenn man nochmal arbeiten gehen muss. Aber bei kleinen Kindern muss man das natürlich immer versuchen, irgendwie einzurichten. Also 4 Wochen sind sie auf jeden Fall zu Hause. 8 Wochen insgesamt sind die Sommerferien lang. Und genau, man kann das mit dem SFU so ein bisschen überbrücken dann. Genau, dann gibt es nochmal die Herbstferien natürlich im Oktober irgendwann und die Winterferien. Ach nee, die kommen erst im Januar, nee, im Februar. Genau, das sind so ungefähr die Urlaubszeiten oder die Ferienzeiten hier. Und da bin ich auch gespannt. Das erste Jahr für Frieda ist jetzt fast rum und genau, ich bin gespannt, wie es so weitergehen wird. Hausaufgaben bekommen die Kinder hier auch schon ab der ersten Klasse. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Schulen auch so ist. Also für alle
die mir hier jetzt zusehen oder dieses Video jetzt hier sehen und in Norwegen schon leben und auch Kinder haben vielleicht, die auf eine Schule gehen, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, wie das bei euren Kindern so ist. Ob die auch schon in der ersten Klasse Hausaufgaben bekommen. Also wir oder unsere Friedermaus bekommt Hausaufgaben. Und zwar bekommen sie die Hausaufgaben immer am Montag auf dem Zettel. Sie hat so eine rote Mappe. Und in der Mappe ist ein Zettel drin, wo der Stundenplan eben draufsteht. Und auf der Rückseite nochmal die Ziele für die Woche, was die Schüler können sollten. Und dann eben die Hausaufgaben. Und für die Hausaufgaben haben sie dann eben auch bis Freitag Zeit. Das ist ganz cool. Also muss Frieda nicht an einem Tag irgendwie alles machen, sondern kann, wenn sie will, jeden Tag ein bisschen machen. Oder sie macht eben alles an einem Tag und ist dann aber fertig für die Woche. So, das kann man sich immer so ein bisschen einteilen, wie man möchte. Das war jetzt ein kleiner Einblick in das norwegische Schulsystem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer über einen Daumen nach oben. Das könnt ihr hier unter dem Video tun. Schreibt mir gerne eure Kommentare hier drunter, wenn ihr möchtet. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.